das passt gerade so ins Auto. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin schon leicht verschwitzt, denn der Pla hat mich schon eine Abfahrt runtergejagt. Und ich bin kaum hinterhergekommen, deswegen konnte ich die Kamera noch nicht draufschnallen. Aber jetzt habe ich ihn vorspuren lassen bergauf, deswegen habe ich Hoffnung, dass es jetzt leichter geht für mich. Ein bisschen mitgenommen schaut er nämlich auch schon aus, wenn man ehrlich ist. Und ja, dann schauen wir mal, was wir noch so finden. Übrigens, mach mal das da weg. Der Pla ist Freeride Guide und absolut begeisterter Skifahrer. Schaut mal da. freeskiguide.com. Also wenn ich einen Guide nehmen würde, dann ihn, weil der fährt ohne Stehenbleiben. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann bucht ihn doch bei einem besonders guten Tischschnitttag für Technikkurse auf der Piste. Und schreibt mir dann einen Kommentar. Das wäre natürlich der Oberhammer. Weil das würde er hassen. Und ich würde das feiern. Da ja längst nicht mehr das ganze Skigebiet offen hat, mussten wir, um dahin zu kommen, wo wir hin wollten, erstmal ordentlich rüberqueren. Das ist nur ein ganz kleiner Auszug von der ganzen Odyssee. Hier geht es ja eh schon wieder bergab. Aber dann kam auch schon der hochersehnte Powderhang. Nicht ganz die richtige Ausrichtung. Wir haben erstmal ein bisschen falsch begonnen, deswegen war es schon leicht matschig. Aber wartet, im weiteren Verlauf des Videos finden wir auch noch satten Powder. Ohne Matsch. Das hätte der Pla zu dem Zeitpunkt ja gar nicht erwartet. Aber jetzt kommt noch die andere Kameraperspektive. Diesmal übrigens habe ich den Fuß zwar abgewaschen, aber ich glaube nicht ganz so beherzt. Da hat er eine Zeit lang echt gut gehalten und dann hätte ich ihn fast verloren, habe ich aber zum Glück gemerkt. Bei uns geht es jetzt Richtung Schwarzkogel und dann gleich ins nächste Highlight rein. Aber schaut euch einfach mal dieses Hütchen an, verschneit wie im Hochwinter, nur dass es sau warm ist. Ich habe natürlich meine Sonnenbrille vergessen, aber ihr seht, kurzärmlich ohne Handschuh, der Frühling ist da. Eigentlich wollten wir gar nicht ganz auf den Gipfel, aber dann haben wir die zwei Spuren gesehen, die schon runtergegangen sind von der Schwarzkogel-Ostseite und dann gab es natürlich keine Diskussion mehr. Wir mussten auch rauf, Felle hatten wir ja eh schon drauf, um den kurzen Gegenanstieg zu meistern und dementsprechend hat sich das ja optimal ergeben. Hier nochmal ein bisschen Richtung Rettenstein. So da, da, oben sind wir und für alle, die den Panoramaschwenk schon in- und auswendig kennen, diesmal geht es woanders runter, nämlich die direkte vom Gipfel quasi. Also dranbleiben. Den Schwarzkogel auf diese Seite befahren zu können, ist immer was ganz Besonderes, denn da muss alles passen. Entweder es hat zu wenig Schnee oder es ist lawinengefährlich normal. Deswegen geht es nur ein paar Mal im Jahr und muss natürlich unbedingt ausgenutzt werden, wenn es soweit ist. Oh. Aber nach dieser Mega-Abfahrt mussten wir dann nochmal die Felle anschnallen, wenn auch nur für ein paar Meter, aber ohne wäre es nicht gegangen. Der Schnee war einfach ultra tief und hier sind wir jetzt schon auf der Abfahrt nach Aschau. Das ist übrigens die alte Tourenabfahrt. Die ist auch immer sehr lohnend und auch hier haben wir noch einigermaßen prüfrigen Schnee finden können, was echt total verrückt ist, wenn man denkt, dass es mindestens 10 Grad hatte. Es war wirklich, wirklich warm. Nur oben war es ein bisschen windig, dementsprechend etwas kühler. Aber ihr seht, da staubt es echt noch so richtig. Es war einfach nochmal ein richtig geiler Tag.
Yeah! Gefahren wie ein Gott, aber hier hat es gebremst von 100 auf 0 und beim Sturz hat er den Airbag ausgelöst. Ein Engelchen. Oh oh. Lassen wir das Engelchen fliegen. Ja, und werden wir auf Taxi Mama warten, also Mamas Plaschmama, wird hier fleißig die ausnehmen. Mm. In der Sonne, ist okay. Oder Engelchen? Ja. So, es passt gerade so ins Auto. Keine weiteren Fragen. Nach dem super Taxi-Shuttle-Service von Mama ging es dann bei uns wieder die ganz normale Runde rauf, also Fleckgondel, Steinbergkugel und dann wieder schieben, 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 Schuss, schieben, 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 ein bisschen gehen, bis wir drüben waren beim Hochsaukaser und die nächste coole Abfahrt genießen konnten. Da war es allerdings diesmal nur noch hier richtig geil. Ich dachte ja, dass der ganze Hang runter noch gut geht, weil der eigentlich sonnenabgewandt ist, aber da war es dann wohl doch schon etwas zu warm dafür. Und so war dieser Teil hier schon ordentlich schwer zu fahren. Auch wenn man das beim Plan nicht so sehr sieht, beobachtet mal meinen Schatten, dann seht ihr, was ich meine. So, jetzt hocken wir wieder da und warten auf Taxi Mama vom Pla. Diesmal kriege ich es auch raus. Wow. Tag war geil. Zum Schluss war es aber echt schwer schon. Es ist auch wirklich warm. Aber unglaublich, dass es nochmal so gut gegangen ist eigentlich, oder? Und hier war noch ein Rucksack. Ah ja, stimmt. Super was. Warum hat er einen neuen Rucksack? Könnt ihr euch das vorstellen? Anscheinend wollte er leider nicht das Engelchen weiterfahren. Ich hätte das ja auch sehr gefeiert. Boah, du wärst nicht mal in die Gondel reingekommen wahrscheinlich. Ich habe es erst gecheckt, wie groß das Ding eigentlich ist, wo es nicht in den Kofferraum gepasst hat, so richtig. Das war mega. Naja, gebt einen Daumen nach oben für Blas Extra Stunt. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.